Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources Sorbet Republic. Zu Anfang des Videos möchte ich nur ganz kurz auf ein paar Kommentare eingehen, weil da waren wieder interessante Fragen dabei, oder wie gesagt, da möchte ich das mal ganz kurz erklären. Da haben wir zum einen Mr. Anonym, der hat Probleme mit Arbeitslosen, sprich wie er die denn abbauen kann. Ja, das ist natürlich in dem Spiel ein bisschen kompliziert mit den Arbeitslosen abbauen. Zum einen brauchen wir natürlich Arbeitsplätze, ist klar. Ja, die Antwort wollte er jetzt bestimmt nicht hören. Aber Hintergrund ist einfach der, dass die Arbeitskräfte nur eine bestimmte Zeit, ja, also einerseits haben sie eine Arbeitsschicht und zum anderen Zeit haben sie eine gewisse Gesamtreisezeit, die sie nur bis zum Arbeitsplatz haben dürfen. Und wenn diese zum Beispiel überschritten wird, dann funktioniert das halt leider nicht. Sprich, man hat dann halt leere Arbeitsplätze und gleichzeitig Arbeitslose. Da muss man halt schauen, dass die zum einen die, ich sag mal, die Laufverbindung zum Beispiel zu einer Busplattform oder zum Arbeitsplatz, dass die halt verkürzt werden, beziehungsweise halt öfter Busse oder Züge halt fahren, um dieses, ich sag mal, Transportaufkommen halt abarbeiten zu können. In dieselbe Richtung, wie hieß der jetzt hier? Ja, Tabmaster. Da ging es halt mehr oder weniger auch um die Reisezeit der Arbeitskräfte. Man muss halt wirklich, ich sag mal, wirklich ausreichend Transportkapazität zur Verfügung stellen. Dann funktioniert das auch erst mit den Arbeitsplätzen. Man sieht das hier oben schön. Hier lässt jetzt schon die Anzahl der Arbeiter wieder nach. Erst hier kommt der neue Bus. Man könnte jetzt hier im Prinzip dahergehen und noch einen zweiten Bus hier hochschicken. Und was man halt auch immer bedenken muss... Erstens gibt es ja dieses Drei-Schicht-System, ja, also jeder Arbeitsplatz muss über dreimal besetzt werden. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel mal schaut, wir haben hier 15 Arbeitsplätze, hier 15 Arbeitsplätze, sind wir bei 30. Okay, den einen können wir jetzt vernachlässigen. 40, nochmal 10 sind 50. Das heißt, ich habe ja schon 150 Arbeitsplätze, allein nur hier durch, ich sag mal, mehr oder weniger die Versorgungsgebäude und durch die Schulen halt, ne, die halt bedient werden müssen. Dann kommen natürlich noch die Kraftwerke dazu, sind hier auch nochmal 60. Hier theoretisch auch noch 60, ich lasse es halt laufen, ne, obwohl es eigentlich unnötig ist. Und da bleibt dann halt nicht mehr so viel übrig. Ja, auch wenn wir jetzt hier natürlich viele Arbeiter ohne Job haben. Aber sagt, das nehmen wir jetzt ja alles in Angriff. Ne? So, ja, dann weiter geht's. Und zwar... Der Jens Uhl, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich hoffe, ich spreche es immer alles richtig aus, er hat halt gemeint, ja, du kannst doch hier nicht so eine Eisenbahnbrücke bauen, wer soll denn da leben, wie sieht denn das aus? Ja, es soll ja quasi eine Industriestadt werden und ich habe natürlich das Problem, wenn ich jetzt dahergehe und einen Tunnel bauen möchte, ja, in einen Tunnel kann ich natürlich nur durch einen Berg bauen, ja. Also, sprich, in einer ebenen Fläche, ich kann das auch nicht irgendwie absenken oder so, ich kann das nicht beeinflussen. Wo könnte denn ein Tunnel hier? Da kriegen wir doch einen Tunnel hin. Ja, man kann einen Tunnel halt nur durch einen Berg bauen. Wenn da kein Berg ist, kann man auch keinen Tunnel bauen. Deswegen war hier nur die Möglichkeit, ich sag mal, die Brücke zu bauen oder halt in einem riesen Bogen halt hier drumherum zu bauen. Und ich glaube, das hätte noch blöder ausgesehen. Außerdem, ich finde es ganz cool, wenn hier so eine Hochbahn langläuft, ne? So, und dann habe ich noch einen Tipp bekommen, da bin ich auch zwar schon mal kurz drauf eingegangen, habe es aber nicht wirklich, nicht ganz zu Ende erklärt, und zwar von Ulrich Dent. Wir haben jetzt hier das Problem, was heißt das Problem? Wir haben jetzt ja hier einen Haufen Passagiere, die hier warten, dass wir sie irgendwo hinbringen, wo sie ihre Bedürfnisse zufriedenstellen können, also zum Beispiel in die Kirche oder ins Kino. Und wir haben ja keine entsprechende Linie und keine entsprechende Einrichtung. Also sollte man das zum Beispiel ausschalten. Also wie hier zum Beispiel. Oder, Moment. Hier transportieren wir jetzt ja zum Beispiel nur Arbeitskräfte. Man konnte doch hier auch einstellen, was transportiert wird. Konnte man das? Konnte man das nicht? Na gut, auf jeden Fall können wir hier diese Häkchen halt rausmachen. Denn wir bringen die Leute ja sowieso nicht dorthin, wo sie eigentlich hinwollen. Sprich, die Bedürfnisse werden halt nicht befriedigt, dann brauchen die auch nicht warten. Ja, im Sozialismus muss man das eine oder andere akzeptieren. Das ist nun mal leider so.
Okay, ja, dann können wir jetzt weitermachen. Wie gesagt, wir haben jetzt ja eigentlich, ja, ich sag mal, schon genügend Leute ohne Job. Sprich, bevor wir jetzt hier weitere Wohngebäude bauen, geht es jetzt halt erstmal weiter. Ja, was möchte ich machen? Ich hatte ja hier die Sache mit dem, ja, mit den Kohlekraftwerken. Das heißt, ich brauche ja auch Kohleerz und Kohle. Ich habe da natürlich schon mal geschaut, wo das denn Sinn macht mit einem Kohlekraftwerk, mit einer Kohleförderanlage, sprich einer Kohlemine. Da haben wir sie. So, hier gilt es jetzt natürlich wieder zu beachten. Allzu sehr auf dem Berg ist halt ungünstig, weil wir brauchen ja mal wieder einen Straßenanschluss. Die ganze Fahrzeit sollte nicht allzu lang sein. Und wir müssen natürlich auch das Kohleerz da irgendwie wegbekommen. Und da ich diese Kohle zumindest bisher erst einmal wirklich nur für die Kraftwerke haben möchte, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt 1000% die Auslastung. Wobei das hier eigentlich ganz gut aussieht, sage ich jetzt mal. Weil hier können wir mit einer Straße ran, notfalls mit Schienen. Und wir haben, ja, ich sag mal, hier wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Na, ich werde es mal hierher bauen, die Kohlemine. Vielleicht, falls notwendig, kann man dann da nochmal eine platzieren. So, zum Angleichen der Höhe reicht's doch. Gut. So, dann schauen wir jetzt mal, wie wir das mit der Straße hinbekommen. Weil, wie gesagt, der Weg sollte ja so kurz wie möglich sein. Und es sollte auch einigermaßen vernünftig aussehen. Tja, hier werden wir nicht durchkommen. Ich werde wahrscheinlich hier so rumbauen müssen. Können wir da dran irgendwie? Nein, natürlich nicht. Da war doch gerade was Grünes. Nein! Okay, aber jetzt geht es da nicht weiter. Das kriegen wir aber wahrscheinlich hin, indem wir einfach mal ein bisschen mit der Höhe spielen. Es hebt sich, es senkt sich. Nur bauen können wir nichts. Na, dann machen wir ganz einfach das Anfangsstück nochmal weg. Na, okay, ich sehe schon. Das wird nicht so wie gedacht. Es steht leider auch keine Fehlermeldung da, aber es liegt natürlich ganz klar im Gefälle. Was man hier für eine Fläche umarbeitet. Ja, das ist genau hier der Anfang. Der geht zu hoch. Genau diese Ecke da. Komm, ein bisschen runter. Ah, und schon haben wir es. Okay. Ja, manchmal muss man da ein bisschen rumfummeln, ne? Ja, so weit ist der Weg ja nicht. Also man sollte auf jeden Fall immer eine Straßenverbindung haben zu Industrieanlagen oder zu weiteren Gebäuden. Denn irgendwann brauche ich ja Rettungsdienste, Feuerwehr etc. Und die müssen ja da auch irgendwie hinkommen, ne? Na, wir haben da einen Knick in der Höhe drin, im Moment. Ja, damit haben wir die Straße soweit fertig.
So, die Kohlemine steht ja nun auch. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Kohle darunter bekommen. Und vor allen Dingen, ob wir hier Arbeitskräfte hinbekommen, ne? Denn erstmal brauchen wir da relativ viele und die Strecke ist ja schon recht weit. Aber ich werde es dann einfach mal versuchen. Ja, es ist echt weit, ne? Ja, okay, ich baue sie schon fertig. Ja, ich baue sie schon. Tja, und da muss ich halt wirklich schauen, ob ich es halt mit LKWs mache, was natürlich die schlechteste Wahl wäre, sage ich mal. Ob ich eine Zuglinie baue oder ob ich es wieder mit Förderbändern mache. Wobei natürlich auf solche großen Distanzen mit Förderbändern ist natürlich äußerst unrealistisch. Ne? Also in echt würde das, glaube ich... Also ich meine, man kennt das ja aus diesen typischen Kohleabbaugebieten, aus diesen Tagebauen, ne? Wo ja die Förderbänder dann mehr oder weniger die Kohle transportieren. Halt direkt zum Kohlekraftwerk. Ah, dauert einen Moment, ne? Aber wenn wir das hier wieder machen, sieht das halt echt komisch aus. Also ich werde mal versuchen, ob ich Arbeitskräfte da hochbekomme. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Strom. Den können wir natürlich gleich bauen. Können wir das hier natürlich nicht anschließen, das wäre natürlich schön gewesen. Das heißt, wir müssen das hier auch noch mal umbauen. Nein! So, und zwar brauche ich da so eine kleine Kreuzung. Es wäre natürlich schöner, wenn ich es hier... Nee. So. So, ja, damit steht die Stromverbindung noch bauen. Flup, 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 steht. Gebäude ist ohne Stromversorgung keine Arbeiter. Ist das hier nicht ganz verbunden? Ah, klar. So, hatte ich das hier, genau, das muss hier auch noch gebaut werden. So, jetzt steht die Verbindung. Jetzt haben wir auch Strom. Gut, dann kann ich jetzt gleich mal schauen, wie es jetzt aussieht, wenn ich hier... Gebäude ist immer noch ohne Stromversorgung. Ach, da wirst du ja deppert. Ja, das muss alles einzeln gebaut werden, so. Jetzt sind wir da im grünen Bereich. Genau, okay. Ja, dann kann ich jetzt ja schauen, ob ich da Arbeitskräfte hochbekomme oder ob die Reisezeit eventuell zu lang ist. Anzahl der wartenden Arbeiter, 112, 113. Ja, also ihr seht halt, ne, hier unten die Häkchen rausmachen, dann verschwenden die Leute ihre Zeit nicht mehr damit, irgendwelche Grundbedürfnisse zu befriedigen, die es sowieso nicht gibt, die auch nicht so notwendig sind. Wichtig ist, dass sie essen, trinken und Kleidung haben und Sport machen können. Solche Kirche kann ich die halt nicht bringen, es gibt halt keinen, ne. So, ich musste ein ganz kleines Stückchen rausschneiden, weil das Spiel leider abgestürzt war. Das nicht weiter kritisch, deswegen ja alle 3 Minuten zwischenspeichern, ne. Ja, ich war gerade dabei, ich habe die Kohlemine fertiggestellt und wollte jetzt hier Busse zuweisen, die Arbeitskräfte hinbringen. Wenn ihr die Busse hier kauft, im Konstruktionsbüro, das geht auch. Allerdings könntet ihr da nicht für den normalen Linienverkehr verwenden, sondern tatsächlich nur, um Arbeitskräfte auf Baustellen zu bringen. Daher machen wir das hier
Ich werde erstmal zwei Busse kaufen, das reicht fürs erste. Vermute ich, denn ich denke mal, ich habe dann eh nicht mehr genügend Arbeitskräfte. So, Arbeitskräfte direkt zur Mine schicken, denn ich habe ja eh keine Bushaltestelle und nur einen Arbeitsplatz. Also passt das. Ja, soviel zu dem Absturz, den ich gerade hatte. Es gibt ja diese Kopierfunktion. Leider scheint die aber zumindest in dem Spielstand gerade nicht zu funktionieren. Denn wenn ich das tue, Moment, ich nehme mal noch den anderen Bus. Die Kopierfunktion würde funktionieren, indem man, ja, ich sag mal, das hier anklickt und dann auf den Bus klickt. Ah, okay. Jetzt funktioniert's. Gut, vorhin hat es zum Absturz geführt. Also was heißt vorhin? Eben halt, ne? Jetzt hat's geklappt. Okay. Ja, wer weiß, woran es liegt. Ist ja auch noch nicht fertig, das Spiel, ne? Ja, dann haben wir den Fahrplan. Also wie gesagt, Fahrplan kopieren. Den Bus anklicken, der einen Fahrplan hat. Und dann auf den geparkten Bus klicken, der hier halt steht. Und schon wird der Fahrplan auch kopiert. So, gehen wir weg da, genau, und start. Können wir den auch losschicken? So, jetzt können wir die Fahrzeuge eigentlich noch verlegen, denn die brauche ich ja hier nicht, sondern eigentlich eher im Konstruktionsbüro, ne? Moment, da werde ich im Konstruktionsbüro mal vorher noch... Ach, einen Kipper... Da... Oh, nein, nein, nein. Nein, ich wollte doch nur einen haben. Obwohl, passen da... Ne, passen gar nicht hin, ne? Eins, zwei... Ne, es ist zu viel. Ja, okay, dann muss einer wieder weg. So, okay. So, dann schicken wir die anderen Fahrzeuge auch noch alle hier rüber. Ja, es fährt immer nur ein Fahrzeug nach dem anderen raus. Man könnte die im Übrigen auch auf den Tieflader verladen und dann so transportieren, aber ich kaufe jetzt dafür ja keinen Tieflader, die können ja selber fahren. Gut, dann von, wie schnell die noch sind, ne? So, wo sind jetzt unsere Busse? Wir müssen ja schauen, ob das mit der Kohlemine funktioniert. Naja, da haben wir den ersten. So, 10 Arbeiter, so viele schon, ja? Also ich sag, ihr müsst ja wirklich darauf achten, wir haben hier eine Gesamtreisezeit. Aber die ist ja bei weitem noch nicht erreicht. Das heißt also, die Leute können dann hier arbeiten. Natürlich kann jetzt hier noch nicht viel produziert werden, denn... Ach, dö. Oh, okay. Weil wir haben ja keine Rohstoffspeicherkapazität und transportieren das auch noch nicht ab. Aber das werde ich dann im nächsten Video machen. Ich hoffe, da seid ihr wieder dabei. Die Videoplaylist gibt es wie immer in der Beschreibung. Und den nächsten Teil verlinke ich euch oben rechts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Video.